Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier zurück bei Kuchen. Immer noch am See, alles genauso. Bin zwei Tage später hergefahren, habe mir jetzt da Punkte gemacht auf dem Boden, genau wie ich die Kamera aufgestellt habe. Ja, auf jeden Fall, heute geht es so ein bisschen um meinen Reaction-Kanal, um Austria Fuck 1 wollte ich reden und ja, alles, was so irgendwie dazugehört. Und auch nochmal kurz erwähnen, dass ich mich da nicht selber widersprochen habe, aber ja, das sind halt einfach YouTube-Menschen so, die kannst du halt einfach komplett in die Tonne treten. Ja, das Ding ist, Reaction-Videos auf YouTube sind ja schon seit längerer Zeit ja sehr erfolgreich. Ne, ob jetzt ein Unge zum Beispiel damit seinen kompletten Content füllt, Montana Black, der halt mit richtiger Kevin und die Crew, glaube ich, auch zwei Kanäle hat, die halt einfach durch die Decke gehen wie sonst was. Also ich glaube, die haben beide 10 bis 20 Millionen Klicks im Monat. Oder natürlich jetzt auch Kuchen TV Uncut und so. Reaction-Videos ja, sind seit längerer Zeit auf jeden Fall sehr, sehr aktiv und auch sehr, sehr erfolgreich auf YouTube. Und ja, jetzt habe ich ja selber auch meinen Reaction-Kanal aufgemacht. Also ich habe ja den Kuchens Kanalzerstörungs-Battle-Kanal umbenannt in Kuchen TV Uncut, weil... Ja, also man muss einfach wirklich zugeben, ich persönlich finde die Idee von so einem Minus-Block-Battle gar nicht mal so schlecht, aber es ist halt einfach nicht unterhaltend genug. Also wenn, dann brauchst du da wirklich große Leute und wenn, dann ist es halt auch nicht das... Also du guckst halt Leute zu, die sich gegenseitig 10 Minuten kritisieren. Ja, ist vielleicht nett gemeint, aber nichts, was jetzt irgendwie durch die Decke geht oder so. Und bevor ich den Kanal sterben lasse, nutze ich ihn dann halt lieber selber. Ja, ich habe ja damals relativ kritisch oder war ja auch immer relativ kritisch gegen Reactions und so weiter eingestellt. Ich muss sagen, dass ich das heute immer noch so ein bisschen kritisch sehe, aber bei weitem halt nicht mehr so schlimm wie früher. Das Ding ist, was mich persönlich halt immer aufgeregt hat oder was mich halt, was so meine Meinung auf jeden Fall auch geprägt hat, ist zum Beispiel halt auch Unge. Und das ist zum Beispiel auch gar nicht böse gemeint oder so, aber der hat halt zwei Videos von mir hochgeladen und an sich auch an alle, auch an Unge, weil der hat das nämlich mal gesagt, also ich freue mich an sich, wenn auch Videos von mir reacted werden, gerade im Livestream so, das ist immer cool, so man freut sich natürlich auch, wenn ihr zum Beispiel ein Montana Black oder ein Unge, ne, das sind halt so die Größten, die das machen, wenn die so auch dann Video reacten und sagen so, boah, das ist geil oder das ist lustig so, dann denkt man sich schon so, oh cool, ne, der hat Reichweite, der findet die Passage in dem Video halt auch ganz cool, ne. Gefällt mir so. Das gibt dir halt einfach so ein gutes Gefühl und an sich habe ich, wie gesagt, auch nichts dagegen, auch wenn ihr kleiner seid, so, ne, aber obwohl natürlich beides Menschen sind, ist es immer noch was anderes, wenn das einer sagt, der selber so diese Videos macht, der selber damit eine riesen Reichweite hat, ne, wenn der sagt, jo, ist ganz geil, ne, Monte sagt zum Beispiel auch immer so, ja, gucke ich mir auch gerne an die Videos, klar, da freut man sich so, ne, irgendwie. Bin jetzt zwar irgendwie kein Fanboy, ich gucke auch nicht viele Videos von Montana Black, aber ist halt trotzdem ganz cool, ne, gerade wenn er das in einem Stream sagt mit 10.000, 20.000 Leuten, gibt dir halt nochmal Reichweite, gibt dir einen besseren Ruf, ist einfach perfekt. Und bei Unge war es halt damals einfach so, dass er halt einmal das Video hochgeladen hat, wo wir bei den Video Days waren, wo wir da so ein bisschen rumgetrollt haben im Backstage und so. Und dann hat er einmal auf das Video, auf dieses Deinstallier dich reacted, so. Und an sich natürlich irgendwo auch so minimal Danke natürlich an Unge, weil er hat mir natürlich eine größere Reichweite quasi gegeben. Und das ist natürlich auch gut. Aber bei Unge war es beispielsweise auch so, und klar, das ist dann halt ein bisschen nervig, dass ich dadurch einfach gar keine Reichweite bekommen habe. Und das Ding ist, er lädt natürlich jetzt die Videos hoch, er kriegt Geld dafür, dass er drauf reactet und an sich ist es halt für mich auch in Ordnung so, ne, das ist jetzt, ich hab's ja auch nicht striken lassen oder so, ne, das passt schon, aber ja, dann hofft man natürlich trotzdem wenigstens ein bisschen Reichweite zu bekommen. Beispielsweise bei Montana Black war es so, der hat drauf reacted auf zwei Videos und ich habe insgesamt pro Reaction habe ich da, glaube ich, ungefähr 3000 Abonnenten bekommen, also insgesamt 6000 oder so oder 5000 von mir aus und das ist natürlich erstmal geil, gerade da mein Kanal natürlich gerade sowieso nicht mehr so gut läuft, freut man sich natürlich, wenn man dann einen Kanal, also wenn man da ein paar neue Zuschauer auf jeden Fall halt bekommt. Und bei Unge war es so, da habe ich, glaube ich, bei den Reactions, gut, ich glaube, bei dem Deinstallier dich habe ich sogar 1000 bekommen, aber bei dem anderen 400 oder so, ne? Und da denkt man sich selber so, wow, so da reagierten 2 Millionen Abonnenten-YouTuber auf dich und dann kriegst du halt nicht mal irgendwie Reichweite oder so. Plus, was natürlich auch noch bitter ist, dass dieses Deinstallier dich 2 hat bei Unge halt einfach auch noch mehr Klicks als bei mir. Das ist natürlich halt doppelt bitter, dass halt das Originalvideo hat weniger Klicks, als wenn so ein Typ drauf reagiert. So, da stelle ich mir halt auch die Frage, Jungs, was ist denn los mit euch, Alter? Ich meine, es ist jetzt auch kein krasser Unterschied, ne? Und an sich ist es halt trotzdem auch irgendwo gut, ne? Weil Skyguy und Fox, ja, haben dadurch halt einfach auch einen Schaden, noch einen größeren, ne? Weil es sehen halt auch noch Leute von Unge, der ja auch viele Minecraft-Leute bei sich hat. Hat dem bestimmt auch ein bisschen geschadet, so. Und deswegen muss ich halt einfach schon sagen, dass ich vielleicht auch generell so ein bisschen zu negativ einfach eingestellt war, weil meine Erfahrungen damit halt einfach nicht durchweg positiv waren. Das war ja am Anfang halt nur so dieses Unge-Ding. Und da habe ich schon auch so gemerkt, okay, klaut ihr vielleicht halt auch viele Klicks. Im Endeffekt kannst du natürlich auch nicht das Gegenteil beweisen. So, ich weiß nicht, wie viele Leute mein Deinstallier dich gesehen hätten, wenn Unge das nicht hochgeladen hätte. Kann auch durchaus sein, dass sich 200.000, 300.000 Leute, die von Unge gekommen sind, die sich das Reaction-Video angeguckt haben, dann auch nochmal das Originalvideo angeschaut haben. Ne, vielleicht, um mich zu unterstützen, um wenigstens ein Like dazulassen, keine Ahnung, kann es geben so.
So viele jetzt vielleicht nicht, ne, aber zumindest halt ein paar. Und klar, dann bringt mir das natürlich halt auch irgendwo was. Das muss man natürlich sagen. Deswegen habe ich eigentlich auch generell nicht mehr so viel dagegen oder generell auch nicht, wenn meine Videos hochgeladen werden. Just Nero hat zum Beispiel ja auch ein Video darüber gemacht, da hat er das bei mir auch kritisiert. Da hat er auch gesagt, als Unge auf ihn reagiert hat, hat er halt so einen richtigen Push bekommen und hat wohl auch ein paar tausend Abonnenten irgendwie dazu bekommen. Da muss man natürlich sagen, klar, es ist halt ein Unterschied, ob ein Just Nero mit zu der Zeit vielleicht 70 bis 100.000 Abonnenten, wenn man auf ihn reagiert, oder auf KuchenTV, der halt eigentlich jedem bekannt sein sollte oder halt viel. Ich hatte ja da, glaube ich, auch meine 500.000, 600.000 Abonnenten, ne? Dann ist man ja schon relativ groß und das muss man natürlich schon so ein bisschen sehen. Das Ding ist, was ich halt eher kritisiere, ist halt gar nicht mehr so, dass man auf andere Videos reactet, weil, werdet ihr mir nicht glauben, ich habe das schon vor Unge gemacht, aber halt nicht aktiv, sondern ich habe mal so 2-3 Streams gemacht, wenn jetzt irgendwelche bestimmten Videos rausgekommen sind, dann habe ich halt darauf reactet so. Ja, also ich bin jetzt nicht der Vorreiter oder so davon, aber ich habe das halt auch schon vorher mal gemacht. Und an sich finde ich das auch gar nicht so schlimm. Und ich finde es auch immer wieder spannend, wenn Leute, die halt vielleicht auch eine gewisse Reichweite haben, wenn die auch mal ihre Meinung zu bestimmten Videos abgeben. So, ne? Das fand ich halt schon immer relativ spannend. Ich gucke mir das jetzt nicht immer an. Es kommt immer darauf an, auf was für Videos reacted wird. Eine Unge reagiert ja jetzt auch auf Videos wie diese komische, da die irgendwie von jedem hochgepusht wird. Die hat irgendwie so ein Video gemacht, irgendwie wir probieren 20 Milcharten oder so, wo ich mir so denke, oh Gott, Alter. Was für ein Content, ey, wenn du keine Titten hättest, ey, dann würdest du 3 Klicks oder so davon bekommen. Aber beispielsweise, wenn ich irgendwie auf Videos reacte von der Newstime oder so, würde ich das als außenstehende Person spannend finden, weil ich irgendwo eine Connection zu der Newstime habe. Ne? Wir haben ja schon selber richtig lange Beef. Und sowas ist natürlich immer relativ spannend. Was ich halt so ein bisschen kritisch sehe, ist, wenn wirklich der Hauptteil deines Contents daraus besteht, auf andere zu reagieren. Bei Unge ist das ja zum Beispiel so, klar, der zockt auch immer noch sehr viel, aber sein Kanal besteht zu einem relativ großen Teil halt nur aus Reactions. Und das ist halt das, was ich kritisiere, weil ich finde, man sollte halt noch selber Content produzieren, wenn man halt andere kritisiert, wenn man halt darauf reactet. So. Das ist das Einzige, was ich halt wirklich so ein bisschen schwach finde. Und bei mir ist es ja so, dass ich auf Alkuchen-Videos mache, ich mache auf Kuchen-TV-Videos, ich mache auf meinem Gameplay-Kanal ein paar Videos und ich mache auf dem Hate-Videos und zusätzlich lade ich halt Reactions auf meinem jetzigen Reaction-Kanal hoch. So, und das finde ich dann zum Beispiel ehrlich gesagt gar nicht mal so schlimm, weil ich halt selber genug Content produziere, sodass es halt für mich persönlich okay ist, dass wenn ich jetzt auch noch Reactions hochlade und damit vielleicht auch noch ein bisschen Geld verdiene, weil ich halt trotzdem noch genug Arbeit in eigene Videos investiere. So. Ne, das ist für mich irgendwie so ein Kopfunterschied einfach. An sich ist es egal, aber so, das ist einfach, in meinem Kopf ist das halt so die Meinung, die ich vertrete. Und bei Montana Black ist das ja auch ähnlich, ne? Der streamt ja auch sehr viel, der zockt sehr viel, der hat noch seinen Montana Black-Kanal und so und der macht halt auch sehr viel außerhalb von Reactions noch. Jetzt vielleicht nicht übertrieben viel, aber halt meiner Meinung nach halt genug. Und ja, mir werfen ja auch viele vor, dass ich halt generell gegen Reactions irgendwie negativ eingestellt bin. Na, auch auf meinem KuchenTV Uncut-Kanal kann ich mir das halt wirklich, ja, also jetzt nicht oft hören. Es gibt halt so ein paar Idioten, die halt einfach geistig behindert sind und ja, zu doof sind, um Informationen aus einem Video zu ziehen. So. Aber es sei auf jeden Fall hier gesagt, dass ich an sich, wie gesagt, nichts dagegen habe, wenn man das hochlädt und Geld damit verdient. Es sollte halt nur nicht dein einziger Content sein. Dann habe ich damit ehrlich gesagt halt überhaupt kein Problem. Ja, so viel auf jeden Fall dann schon mal dazu. Also da bin ich auf jeden Fall halt jetzt anders, also generell halt auch anders eingestellt, dass ich sage, ja, ist jetzt vielleicht gar nicht so verkehrt. Ne? Warum sollte man das nicht machen? Und man muss natürlich auch zugeben, dass es halt auch Leute gibt, die du damit halt auch so ein bisschen pusht. Bei mir weiß ich das jetzt ehrlich gesagt nicht und ich reagiere auch eher auf Videos, wo ich so ein bisschen kritisch, sage ich mal, drauf reagieren kann, weil ich mag es halt einfach so. Ich mache ja auch so Videos, wo ich andere kritisiere und da macht das natürlich Sinn, das im Livestream auch zu machen. So ein Hey Newstime und so, den kannst du halt ohne Probleme schlecht dastehen lassen. Ist halt klasse einfach, ne? Ist einfach geil, macht einfach Bock. So, und da bist du richtig motiviert, wenn du ihn wieder reindrücken kannst. So, das ist halt cool. Und ja, aus dem Grund muss ich da halt sagen, dass ich halt nicht so negativ eingestellt bin, wie mir das Leute halt immer irgendwie vorwerfen. Ja, ich meine, auf dem Kanal kann man es minimal vielleicht noch verstehen, dass Leute das falsch verstehen, aber gerade gegen Reaction Streams habe ich noch nie irgendwas gesagt. Nicht nur bei Unge, also der kann von mir aus den ganzen Tag auf meine Videos reacten, ja. Das juckt mich halt nicht. Ja, so viel auf jeden Fall dazu. Dann ist so die nächste Sache, die halt zumindest auf meinem KuchenTV Uncut-Kanal kritisiert wird, ist halt die Menge der Werbung, die geschaltet wird. Und ja, das muss man einfach sagen, das sind halt YouTube-Kommentarmenschen, also es sind halt einfach Vollidioten so, sorry, das kann ich halt echt nicht anders sagen. Also ich habe schon immer gesagt, bei so einem 10-Minuten-Video schalte ich halt 2 bis 3 zusätzliche Werbeeinblendungen. So, und wenn ich dann 30-Minuten-Video habe, dann könnt ihr euch das hochrechnen, das ist 3-mal so lang, dann schalte ich halt 6 bis 9 Werbungen. Und mehr mache ich halt auch nicht. Es ist runtergerechnet, teilweise sogar weniger Werbung, weil ich
oder genauso viel Werbung halt eher gesagt. Und trotzdem beschweren sich halt Leute, weil halt diese Balken da unten, weil das halt einfach mehr sind so. Und das ist so unfassbar dumm, man darf ja auch nicht vergessen, die Balken sind natürlich immer gleich groß, aber der eine Balken braucht halt mehr Zeit und der andere halt weniger. Und das checken YouTube-Leute einfach nicht. Und das ist halt schon immer der Fall. Teilweise kriege ich auch Videos gesendet, das geht halt eine Stunde. Das haben ja wirklich schon mal Leute gesendet und dann sind da halt so 10 Werbeunterbrechungen drin. Und er sagt so, boah, wie kann man so viel Werbung schalten? Und ich denke mir, Junge, das Video geht eine fucking Stunde und das sind 10 Werbungen, das ist gar nichts, Alter. Das wäre auch kein Thema gewesen, wenn man da 15 oder 20 geschaltet hätte. Ab da wäre dann so der Punkt gewesen, wo man sich drüber beschweren kann. Aber doch nicht bei 10. So, ja, und das ist halt, da verstehe ich auch diese Dummheit halt einfach von diesen Leuten einfach nicht, dass man das nicht irgendwie in Relation zu der Zeit setzt, sondern wirklich nur sagt, oh, da sind 6 Werbungen drin, das geht ja gar nicht. Ja gut, das Video geht 24 Stunden, aber trotzdem, nee, das geht überhaupt nicht. So, also da, YouTube müsste halt wirklich die Balken mal wirklich so zeitmäßig machen. Also 10 Minuten ist so klein, eine Stunde ist so lang und dann würde sich auch keiner drüber beschweren. Ja, und das sind halt, klar, die Leute kannst du halt nicht ernst nehmen so, aber jedes Mal sitze ich vor den Kommentaren und ich facepalme halt wirklich. So, also mir tut die Dummheit von Menschen halt wirklich weh. Ich sitze da dann, also Real Talk, ich sitze da meistens so und denke mir nur so, oh Junge, was hast du denn falsch gemacht, Alter? Na gerade, das sind halt zu einem bestimmten Teil auch Leute aus deiner Community, weißt du, und dann denkst du dir noch mehr so, also man versucht ja schon in den Videos den Leuten auch was mitzugeben. So. Und wenn ich das kritisiere, ist das ja auch wirklich bei 10-Minuten-Videos so. Ich habe das noch nie bei einem 30- oder 40-Minuten-Video gemacht. Außer bei Alphastein, dieses eine da. Weißt du, und dann denkst du dir so, was hab ich falsch gemacht? Wie kann man die Erziehung seiner Community so krass verkacken? Und ja, das ist natürlich halt einfach komplett bitter so. Ne? Und das, ich reg mich darüber jetzt nicht auf oder so. Der hat das Video trotzdem angeklickt, der hat anscheinend die Werbungen gesehen, alles cool so. Ne? Aber trotzdem denkt man sich so, was ist mit dir? Ne? Also warum guckst du dir diese Videos an? Genau so ein Ding, das ist halt gestern passiert, den habe ich dann auch wirklich gesperrt. Ja, Mr. Jordan heißt der Kanal. Da habe ich mich auch so, da, also keine Ahnung, das ist so diese Dummheit, wo du einfach nicht weißt, was du noch sagen sollst. Und zwar komme ich da gleich noch zu, auf dem Reaction-Kanal habe ich ja mal gesagt, dass ich das Geld spende, so, da sage ich gleich noch was zu. Und das hat halt einer kommentiert und dann habe ich halt dagegen kommentiert, dabei gesagt, was jetzt Sache ist. Und dann hat der so aus nichts geschrieben, ja, du löscht hier meinen kritischen Kommentar, ich finde den nämlich nicht mehr, nur ich kann den sehen. Wo ich so denke, Junge, was ist denn los mit dir? Vor allem hat er das nicht so nett geschrieben, so, jo, kann sein, dass du meinen Kommentar gelöscht hast, ne? Nur noch ich kann den sehen. Sondern richtig so, hey, du löscht kritische Kanale, was soll das denn, du Idiot, du Hochbegabter, du. Weißt du, so richtig direkt komplett angreifend, als ob ich gerade seine Mutter gefickt habe, was wahrscheinlich auch so ist, ne? Aber weiß er wahrscheinlich nicht. Und da habe ich halt mit ihm ein bisschen hin und her geschrieben. Und der hat die ganze Zeit so richtig so komplett aggressiv, ausgerastet, quasi mich die ganze Zeit beleidigt und so. Oder halt, also nicht so richtig als, ne, ihr wisst schon nicht, wo meine Mutter arbeitet, sondern einfach nur so, ja, so passiv-aggressiv, so Beleidigung geschrieben, sowas wie Hochbegabter, was an sich natürlich keine Beleidigung ist, aber jeder weiß halt, wie es gemeint ist, so, ne, und da habe ich dann selber so gesagt, Junge, es gibt auch noch die Spam-Kommentare, so, weißt du, das ist auch so eine Sache, richtig viele Leute checken das, glaube ich, nicht, YouTube filtert teilweise automatisch Kommentare raus und die sind dann halt im Spam-Ordner und die kann nur noch ich sehen und ihr. So, und der sagt, ja, du hast aber auf jeden Fall meinen Kommentar gelöscht. Wo ich mir auch denke, so, das war halt der Kommentar, der war ja schon kritisch. Also wir haben da drunter kommentiert, unter einem anderen Kommentar, der schon kritisch war. Und das war der Top-Kommentar. Natürlich, ich sperre irgend so einen Kommentar, der wahrscheinlich nicht einen einzigen Like hat. Aber den kritischsten Kommentar, der ganz oben steht, den lasse ich mal lieber noch drin. Also das sind so Leute, das ist halt so geistig behindert einfach. Den habe ich dann auch wirklich blockiert, weil solche Leute will ich auch einfach gar nicht in den Kommentaren haben. Also normalerweise blocke ich halt wirklich niemanden, weil selbst negative Kommentare sorgen dafür, dass sein Video besser gerankt wird. Na, aber da ist es mir wirklich dann irgendwann scheißegal. Lächerlich as fuck, solche Leute. Ne? Und ja, kommen wir auf jeden Fall noch zu den Geldspenden. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich die Einnahmen von dem Reaction-Kanal halt auf jeden Fall ja, spenden werde, einmal pro Monat. Und das mache ich halt jetzt nicht. Und das Ding ist halt nicht mal, dass ich das halt von Anfang an nicht vorhatte, sondern ehrlich gesagt habe ich halt damit gerechnet, dass ich viel stärker für den Kanal irgendwie gehatet werde. Also ich dachte so, dass richtig viele Leute auf die Barrikaden gehen, dass ich so 30 Videos abbekomme mit, du hast aber mal das oder das gesagt, ja, wo Leute wieder Dinge aus dem Zusammenhang reißen und so. Und ich habe ja im Video vorher, habe ich schon gesagt gehabt, gut, Hate vergeht natürlich, ist egal, die Leute klicken halt trotzdem drauf. Aber ich hatte halt auch keinen Bock irgendwie deswegen jetzt da so großartig Hate oder sowas abzubekommen. Warum ich die hochlade, dazu komme ich halt auch gleich noch. Und wenn man sich jetzt meinen Reaction-Kanal einfach so anguckt, also der macht jeden Tag 200-300 Abonnenten. Ich habe jetzt 550.000 Aufrufe, also das ist genauso viel wie auf iKuchen, beziehungsweise glaube ich sogar noch ein bisschen mehr. Und das ist natürlich einfach krass so. Ne? Und ich kann euch ja halt doch, also bei den Dings, hier, was wollte ich sagen, Alter, bei den, jetzt habe ich was gelesen, scheiße, also Reaction-Kanal, 500.000 Klicks.
Ja, auf jeden Fall bin ich davon ausgegangen, dass ich ja wirklich sehr krass gehatet werde, ne? Und wie gesagt, das vergeht natürlich, aber trotzdem, ja, will man sich jetzt auch nicht krass damit irgendwie befassen, warum ich die halt hochlade, das sage ich gleich, das habe ich gerade schon gesagt. Und ich bin einfach davon ausgegangen, dass es wirklich sehr krass gehatet wird, und um das halt so ein bisschen runterzuspielen und zu sagen, ja, dann spende ich es halt so, ja, habe ich das halt einfach gesagt. Und im Endeffekt feiert das halt jeder so, es kümmert keinen, dass ich da meine Reactions hochlade, alle sind cool damit, und deswegen behalte ich halt das Geld. Im Mai habe ich damit zum Beispiel so 80 Euro verdient, das war jetzt nicht so viel, ne? Also zumindest zu dem, was ich halt zum Beispiel mit Kuchen TV verdiene oder halt auch mit den anderen Kanälen. Jetzt gerade muss ich sagen, explodieren die Einnahmen förmlich. Also das ist wirklich heftig, was ich gerade damit verdiene. Ich kann euch das eigentlich auch zeigen, wie gesagt, ich gehe offen damit um. Das sind, glaube ich, gerade 750 Dollar oder so, die ich da habe. Wir können gerade mal gucken, 800. Es sind gerade genau 800 Dollar, die ich damit eingenommen habe. Und da, also keine Ahnung, ich weiß selber, dass das menschlich kacke ist, aber da sage ich selber, das ist mir zu viel Geld. So, mein Kuchen-TV-Kanal läuft gerade sowieso nicht mehr so gut. Die Klicks gehen da trotzdem immer noch ein bisschen runter. Ne? Klar, ich stelle auch gerade mein Content um, also wieder lustiger so. Und es haben ja auch schon Leute geschrieben, dass ich wieder back to the roots gehe und so. Das freut mich auch. Trotzdem läuft der Kanal nicht so gut, plus es wird momentan wieder jedes Video entmonetarisiert. Das fuckt einfach ab, Alter. Das gute Fragefeld entmonetarisiert, das Video am Freitag über Tanzverbot entmonetarisiert, obwohl es da keinen Grund zu gibt. Das Cake News am Sonntag entmonetarisiert, das wurde heute Morgen wieder freigeschaltet, ja. Und jetzt am Montag, also wo ich das gerade aufnehme, habe ich dieses 3 abgestürzt YouTuber-Video hochgeladen. Ich habe es gerade hochgeladen, direkt werbeunfreundlich. So, und das fuckt natürlich einfach mega ab, weil dir da so viele Einnahmen. Allein diese Woche, das kann ich auch ganz offen sagen, habe ich halt wegen diesem scheiß YouTube-Bug, weil YouTube es nicht hinbekommt, mal ein vernünftiges System rauszubringen, über 1000 Euro verloren. Das ist lächerlich, Mann. Das ist halt einfach absolut lächerlich. In einer Woche 1000 Euro einfach mal nicht bekommen, weil YouTube irgendeine Scheiße baut. Bei dem Gute-Frage-Fails, okay, da habe ich nichts dagegen, wenn das entmonetarisiert bleibt, gebe ich selber zu. Aber dieses Tanzverbot-Video doch nicht. Und das geht irgendwie 15 Minuten oder so, da sind halt dann 4 Werbungen drauf. Nö, entmonetarisiert, nö, nach der manuellen Überprüfung, ach Bruder, keine Ahnung. So, das ist so dämlich, dieses System. Und es ist schon so oft so gewesen, dass Videos, nachdem du es einmal überprüft hast, kannst du es ja nicht nochmal machen. Aber wenn du es halt auf privat lässt, lösche ich es halt, lade es neu hoch, lass es nochmal überprüfen. Dann ist es manchmal frei. Das ist halt so dämlich, Alter. Und das fuckt einfach mega ab. Und da sage ich auch ganz offen, dass das für mich einfach der Ausgleich für den Kuchen-TV-Kanal ist. So, und das ist immer noch zu wenig. Ja, ich gebe selber zu. Auch sage ich ganz offen, auch wenn man mich dafür kritisiert, muss ich einfach so hinnehmen, ist absolut richtig, weil ich das gesagt habe und dann mache ich es nicht, ist kacke. Ja, wie gesagt, ich habe halt mit mehr Hate gerechnet gehabt und ja, deswegen habe ich das halt quasi einfach so gesagt. War selber auch dumm von mir, keine Frage, also ihr könnt mich dafür haten, stehe ich auch komplett gerade so. Ist einfach eine Kackaktion, sage ich selber. Wenn das jetzt wer anders gemacht hat, würde ich ihn dafür kritisieren. So, ne, aber es ist halt einfach sehr viel Geld, es ist halt eine 800 Euro, das müsst ihr euch mal überlegen. So, klar, ich verdiene mit YouTube vielleicht ein paar Tausend, aber trotzdem ist 800 für mich echt eine Menge so, ne. Und deswegen spende ich das halt nicht. Dazu kann man halt auch nochmal sagen, ganz kurz, dass ich halt auch, ja, auch mal sage, dass es so Content-Klau ist, finde ich halt nicht. Bei mir persönlich mache ich das zum Beispiel halt auch so, dass ich das Video, um was es geht, packe ich ganz oben in die Videobeschreibung, also direkt in die erste Spalte, damit auch das die größtmögliche Aufmerksamkeit halt bekommt. Ne? Und wie gesagt, wenn Leute das halt nicht wollen, dann schreibt mich an, dann lösche ich das Video halt auch wieder. Da habe ich ja halt kein Problem mit. Oder wenn das halt geclaimed ist. Ein Kollege hat zum Beispiel das Video geclaimed und hat da halt 6 Werbungen draufgeschaltet, Ehrenmann an dieser Stelle. Kann ich halt nichts machen, finde ich aber in Ordnung so. Ne? Sein Video, sein Content, er darf entscheiden, was damit passiert. So, habe ich jetzt kein Problem mit, wenn sowas passiert. Ja, dann noch eine Sache am Ende. Leute haben ja auch immer wieder so RIP Austria Fuck und sowas geschrieben. Und dazu wollte ich auch nochmal ganz kurz was sagen. Also erstmal ärgere ich mich natürlich einfach riesig, dass wenn ich sehe, wie viel Geld ich damit verdiene, dass ich das vorher nicht gemacht habe. So, gerade im November, Dezember rum, musst du dir mal überlegen, Alter, Austria Fuck hat da schon 1-2 Millionen Klicks gemacht. Das sind da locker 2.000 bis 4.000 Euro im Monat gewesen. Oder von mir aus auch ein bisschen weniger, ne? Aber 2.000, 3.000 Euro halt bestimmt. Und ja, das ist Geld, das ich ihm quasi geschenkt habe, was ich dann halt nicht habe. Und insgesamt hat der Kanal bestimmt seine 4.000, 5.000, 6.000 Euro eingenommen. Ist nett auf jeden Fall, jetzt einfach 6.000 Euro mehr auf der Bank zu haben. Würde ich auf jeden Fall nicht Nein zu sagen, muss ich sagen. Und viele haben sich ja beschwert, dass ich ihn damit irgendwie getötet habe. Auf der einen Seite muss man natürlich sagen, ist vielleicht so halb richtig. Auf der anderen, er hat halt Content mit dem Geld von anderen verdient. Also sowohl durch die Reactions, also dadurch durch die Videos von anderen, plus, dass ich drauf reagiert habe so. Und deswegen habe ich auch keine Skrupel oder so zu sagen, Jungs, ne, das war's so. Wir hatten ja keinen Vertrag oder sonstige großartige Absprachen oder so. Deswegen finde ich das jetzt nicht weiter schlimm, dass ich dann gesagt habe, jo, ich lade die Reactions jetzt hoch. Das Ding ist, ich habe Austria Fuck auch gesagt gehabt irgendwann, jo, es wäre cool, wenn du wenigstens mal im Stream immer mal so ein paar Subs verschenkst oder so. Er muss mir nicht mehr was donaten, sondern das sollt ihr als Community dann halt zurückbekommen, wenn er das schon hochlädt so. Und das hat er auch
ein, zwei Monate mal gemacht und dann ab Februar, so März rum, hat er das gar nicht mehr gemacht. Und dann fühle ich mich natürlich auch verarscht, wenn man so eine Absprache hält. Und selbst wenn er damit nur 500 Euro oder so verdient hat, weil man am Anfang des Jahres relativ wenig bekommt, dann hätte er halt trotzdem, selbst wenn er 50 Subs schenkt, sind es 250 Euro, das ist genau die Hälfte von den Einnahmen. Und die hätte ich ja wohl verdient und davon kriegt ihr dann ja nur was. Klar, ich krieg dann die Hälfte davon, ne, weil ich krieg von den Twitch-Subs immer 2,50, die kosten ja 5 Euro. Dann habe ich halt 125 Euro, Twitch kriegt 125 Euro und meine Community hat natürlich dann den Mehrwert, dass sie halt ein paar Subs haben. So. Und da hat er sich auch gar nicht mehr gemeldet, hat nichts mehr gemacht. Da fühlt man sich natürlich auch verarscht. Ich bin auch keiner, der da großartig hinterherläuft. So, wir hatten diese Absprache fertig. Und dadurch, dass ich den Kanal halt sowieso noch hatte, und ich sag's euch auch ganz offen, ich will diesen Playbutton haben. Ich will den dritten Playbutton haben. Und das soll der Kuchen, also es wird wahrscheinlich der Kuchen TV Uncut Kanal, wenn es weiter so läuft, weil der geht, seht ihr ja auch, ne, also ich mache ja 200 Abonnenten, 300 Abonnenten am Tag, so das ist ganz gut. Der geht ja gerade relativ hart durch die Decke. Und deswegen finde ich das auf jeden Fall ganz nice. Und dann werde ich mir da auf jeden Fall den Playbutton holen, ne? Und deswegen habe ich den Kanal benutzt. Weil ich finde es auch mal doof, Kanäle sterben zu lassen, ne? Aber nur, dass ihr halt dazu auch nochmal was gehört habt. Also ich habe auch kein böses Blut irgendwie mit Austria Fuck. Also wir haben jetzt auch kein Beef oder so, ne? Wenn wir uns sehen, wir können trotzdem abhängen, so, ne? Alles cool. Ist halt doof gelaufen. Dann habe ich halt gesagt, jo, mache ich halt selber, ne? Und das Problem ist halt auch, wenn du es nicht selber machst, es gibt so viele Leute, die dann halt deine Reactions hochladen. Und Austria Fuck habe ich es ja erlaubt gehabt, so. Das war ja in Ordnung. Aber dann haben sich halt wirklich in der Zeit irgendwie 5, 6, 7 Kanäle irgendwie erstellt, die halt jeden Stream von mir hochgeladen haben, wo ich mir so denke, Junge, sucht euch doch eigenen Content. So, ja, ich meine, ich sitze ja wenigstens noch vor der Kamera, so, aber ihr captured das und ladet es einfach hoch, ohne dass ihr damit irgendwas zu tun habt. So, was soll das? Und da habe ich mich halt dafür entschieden, dass ich dann gesagt habe, jo, da mache ich das halt ab jetzt selber, finde ich halt persönlich einfach besser. So, ich denke mal, 20 Minuten auf jeden Fall über einen Reaction-Kanal geredet. Man kennt ihn, Bruder. Ja, viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kleiner Einblick. Wie gesagt, kritisiert mich ruhig dafür. Beleidigt mich bitte dann unter dem Video, dass wir das auf jeden Fall abhaken können, weil, ja, es ist halt, es ist wie immer, ich habe es auch schon im letzten Video gesagt, selbst wenn ich dafür gehatet werde, ein, zwei Monate, dann juckt es eh keinen mehr. Und das ist mir halt einfach zu viel Geld. Das sage ich ganz offen, ich kann das Geld gebrauchen. Auch wenn ich vielleicht gut verdiene, ist es nie schlecht, noch mal ein bisschen mehr zu verdienen. Und ja, dann würde ich sagen, K-Thanks, bye und bis dann. K-Thanks, bye.